Hallo liebe Whisky-Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem roten Sofa. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich begrüße euch ganz herzlich im Whisky-Club. Ja, diese Woche geht die Reise mal wieder nach Schottland, mal wieder zu einer Destillerie, die ihr schon kennt, die ich schon kenne, die ich schon oft besucht habe, zumindest geschmacklich. Die Rede ist von Glenmorangie. Glenmorangie ist eine Destillerie gelegen in den nördlichen Highlands. Hier oben liegt sie, in der kleinen Ortschaft Tyne. Sie wurde gegründet 1843 und gehört heute dem Spirituosenkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton. Jawohl. Ist also leider nicht mehr unabhängig. Aber was soll's. Solange sie so gute Whiskys produzieren, ist mir das ehrlich gesagt relativ schnurz. Wir haben, wie gesagt, schon viel von Glenmorangie probiert. Ich blende euch hier einfach mal die Playlist ein. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen durchschauen, was da schon alles mit dabei war. Glenmorangie hat eine relativ überschaubare Standard-Range, Core-Range. Das ist einmal natürlich der 10-jährige, The Original. Ein wunderbarer Einsteiger-Whisky übrigens, wie ich finde. Dann haben sie einen 15-jährigen, einen 18-jährigen. Dann haben sie eine Wood-Finish-Serie, zu der auch dieses schöne Stück hier gehört. Und sie bringen alljährlich die sogenannte Private Collection heraus, ein neues Exemplar in der Private Collection. Das sind allerdings streng limitierte Sonderabfüllungen, die relativ teuer sind, die schwer zu bekommen sind. Nichtsdestotrotz tolle Whiskys. Auch von denen haben wir einiges probiert. Aber hier, der Whisky, den ich euch heute mitgebracht habe, der La Santa, der müsste eigentlich dauerhaft verfügbar sein. Und wir werden sehen, ob es sich lohnt, den anzuschaffen. Ich habe bisher aus der Woodfinish-Serie noch nicht viel probiert. Ich habe den Quinta Ruban kürzlich mal gehabt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auf eure Anregung hin habe ich mir auch den La Santa zugelegt. La Santa ist ein Whisky, der in Sherryfässern gefinisht wurde. Man muss dazu sagen, dass Glenmorangie sich darauf spezialisiert haben, ihre Whiskys erstmal in Ex-Bourbon-Fässern zu reifen und sie dann in speziellen anderen Fässern zu finishen. In diesem Fall, wie gesagt, in Sherryfässern. Und zwar Oloroso und Pedro Ximénez. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, in diesen zwei Fässern durfte der jetzt also nachreifen. Und er löst damit den alten Sherry Wood Finish ab. Es gab früher schon mal einen bei Glenmorangie. Wenn ich mich richtig entsinne, hatte der sogar noch 46 Volumenprozente Alkohol. Der La Santa hat jetzt bloß noch 43, aber es ist so das Nachfolgemodell, muss man dazu sagen. Er ist preislich gesehen, rangiert er so bei 45 Euro. Er ist, wie gesagt, er hat 43 Volumenprozente Alkohol. Er ist nicht gefärbt, das ist also Naturfarbe. Er ist aber leider kühl gefiltert. Oder was heißt leider? Also, manche sagen, sie mögen es lieber, wenn ihre Whiskys kühl gefiltert sind. Für meinen Geschmack, ich mag lieber die etwas raueren Exemplare ohne Kältefiltration. Ja, 12 Jahre alt, schön. Klare Altersangabe drauf, bin ich immer für zu haben. Also wie gesagt, er macht einiges richtig. Und jetzt schauen wir mal, ob er auch in der Nase einiges richtig macht. Ja, Glenmorangie ist ja berühmt und bekannt für seine Gaumenschmeichler. Und nichts anderes ist das hier. Und vor allem auch Nasenschmeichler. Nase- und Gaumenschmeichler. Sie sind also vollkommen unrauchig. Sie sind mild, sie sind süß. Sie sind würzig. Der hier hat auch wieder so ein wunderbares Aroma nach Milchschokolade, ein bisschen Rosinen, etwas Zimt. Also Gewürze sind mit dabei. Ah, herrlich. Also ein wirkliches Fruchtpotpourri, was einem da so entgegenspringt. Probieren wir mal. Das ist jetzt ganz spannend.
weil er verhält sich auf der Zunge ein bisschen anders als in der Nase. Was eben noch so ganz weiche Milchschokolade war, geht jetzt doch eindeutig mehr in Richtung dunkle Schokolade. Da sind jetzt kräftige Bitteraromen, aber nicht unangenehm, sondern einfach unterstützende Bitterstoffe, Bitteraromen mit dabei. Er ist leicht astringierend, hat immer noch eine tolle Süße, aber jetzt so nach hinten raus wird er trockener, wird er würziger, da kommen Röststoffe, Röstaromen rein und er verändert seinen Charakter so ein bisschen. Und das finde ich, mag ich eigentlich bei Whiskys ganz gern. Ist jetzt nicht unbedingt ein Einsteiger-Whisky. Also für Einsteiger würde ich sagen, könnte der schon ein bisschen zu sehr in Richtung Würzigkeit, Spröde und Trockenheit gehen. Da würde ich eindeutig den Zehner empfehlen oder auch den Quinter Ruban zum Beispiel. Der ist ein bisschen krapitziger. Also ganz dezent. Ich halte jetzt hier nochmal die Flasche in die Kamera, damit man sie auch mal aus der Nähe betrachten kann. Ich finde ja, Glenmorangie hat ein wunderschönes Flaschendesign. Übrigens so ein bisschen angelehnt auch an die Brennblasen von Glenmorangie, die die höchsten von ganz Schottland sind, mit 8 Metern Höhe. Das heißt also, bei solch hohen, schlanken Brennblasen trennen sich die leichten Alkohole besser von den etwas schwereren Fuselölen. Die bleiben dann zurück und man kann oben die leichten Alkohole abfangen, weswegen dieser Whisky oder Glenmorangie grundsätzlich so schöne, weiche, schmeichelnde Whiskys produziert. Hier Pappschachtel, hübsch gemacht, mit einigen Informationen noch drauf. Das ist alles ein rundum gelungenes, schönes Packaging, wie ich finde. Naja, aber wie gesagt, ich finde nicht unbedingt, dass das jetzt der am besten zugängliche Whisky von Glenmorangie ist. Das ist schon so ein bisschen herausfordernd, aber mir gefällt's. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem. Der ist mit 45 Euro vielleicht ein Ticken auf der teuren Seite. Wenn ich jetzt überlege, Benriach 12 Jahre, Aberlour 12 Jahre, Glenfarclas 12 Jahre, das sind so die harten Konkurrenten. Und die sind meines Wissens nach alle günstiger. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei der Geschichte. Aber ansonsten ein wunderbar gelungener Whisky. Und dementsprechend möchte ich ihn auch bewerten. Ich habe bei meinen Bewertungen immer so ein bisschen das Problem, bewerte ich nur den Geschmack oder bewerte ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis? Vielleicht schreibt ihr mir mal, was euch lieber wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sage ich, was soll der Preis? Preis ist ja auch was Relatives. Was für den einen billig ist, was für den einen teuer ist, ist für den anderen billig. Über Geschmack, also die Qualität eines Whiskys, ist da schon etwas griffigere Marke. Ne? Aber wie gesagt, mich würde mal interessieren, was euch lieber wäre. Ob ich die Bewertung nach Preis-Leistungs-Verhältnis gestalten soll, dann fallen natürlich solche Whiskys wie Highland Park Ice oder so natürlich komplett raus. Oder ob ich mich wirklich nur auf den Geschmack konzentrieren will. Ich warte das jetzt mal ab. Ich mache jetzt hier einfach mal meine Bewertung. Ich gebe dem Whisky genau wie auch dem Quinter Ruban eine 90er Wertung. Ich finde, der Whisky ist gut gelungen. Er ist sehr, sehr geschmackvoll, aromatisch, erfüllend, zufriedenstellend. Würde ich jetzt die 45 Euro mit reinrechnen, würde er bei mir nicht die 90er Marke knacken, sondern wahrscheinlich so im Bereich 85, 86 liegen. Ne? Das mal so nebenbei. Also wie gesagt, schreibt mir mal hier unten bei YouTube rein, was euch lieber wäre. Würde mich mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.